So. Erstmal zu den Infinigen hin. Oh Gott. Wer weiß, was das wieder ist. Wir werden es spätestens jetzt erfahren. Was zur Hölle ist das? Ich hatte gehofft, du könntest es mir sagen. Ich habe keine Ahnung. Sieht wie ein Ei aus, das versteinert ist. Könnte das vielleicht ein Gomera-Ei sein? Ein was? Ein ausgestorbenes Tier. Vor Jahrhunderten ist diese Spezies erloschen. Wir finden heute nur noch Panzer. War es gefährlich? Nein, es ernährte sich vegetarisch, soweit wir wissen. Ich schätze, wir werden herausfinden, ob wir richtig liegen. Es ist eine Schildkröte. Nimm den Beschwörer, du kannst die Opfersätze oben bei Valorica kaufen und sehen, ob es wirklich funktioniert. Na schön, ich denke, wir haben genug exotische Proben, nicht wahr, Pilius? Ich stimme definitiv zu. Eine alte Art wiederzubeleben und die Möglichkeit, Einhörner zu züchten, rechtfertigen definitiv all die Ressourcen, die in dieses Projekt gesteckt wurden. Zest hat den Test definitiv bestanden. Mehr brauchen wir nicht. Herzlichen Glückwunsch, Zest. Du bist jetzt ein Proto-Vertex. Willkommen an Bord. Heißt das, Yala wird mich nicht mehr als Hüpfer bezeichnen? Nicht, solange du den Imperativ zustimmst. Und wann passiert das? Wenn dir die Chance geboten wird, ein Magier zu werden. Wenn du dich dazu entscheidest, wirklich mitzumachen. Im Moment bist du ein Proto-Vertex. Diese Position hat einige Vorteile, aber auch Verantwortung. Aber bekomme ich jetzt eine Uniform? Oh, dieser Junge und diese Uniformen! Junge! Ah, das läuft überhaupt nicht nach Protokoll, aber du kannst einen Ersatzumhang haben, die hier rumliegen. Toll! Es ist nicht besonders klug, sie anzuziehen, wenn du kein Magier bist. Warum nicht? Hast du Angst, ich könnte die Macht missbrauchen, die damit einhergeht? Nein. Wenn dich jemand mit Steinen oder fauligen Früchten bewirft, kannst du ihn nicht so leicht mit einer magischen Barriere abwehren. Werfen die Leute oft Steine nach dir? Meist, wenn unsere Meister eine miese Entscheidung gefällt haben. Vielleicht sagst du mir Bescheid, wenn sie das machen. Glaub mir, wenn die Obersten eine falsche Entscheidung fällen, erfährst du das. Und die Steine sind dann dein geringstes Problem. Du bist nicht sonderlich gut darin, neue Anwärter dauerhaft zu motivieren, oder? Warte nur auf die Voroffenbarung. Was ist das? Einige Informationen wirst du brauchen, um dem Imperativ und all seinen Implikationen wirklich zuzustimmen. Aber das ist noch in weiter Ferne und du musst nichts machen, was du nicht möchtest. Sei uns jetzt einfach dankbar und nimm diese Uniform. Jetzt fühlt es sich viel eher wie ein schicker Umhang an. Zumindest verstehst du das. Aber das ist okay. Versuche einfach nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Glaub mir, wenn ich dir sage, dass ich das wirklich gerne versprechen würde. Ja, richtig. Vielleicht ist das auch zu viel verlangt. Schätze, es ist kein Zufall, dass du hier bist. Aber laufe nicht herum und behaupte, dass du ein Magier bist. Oder im Namen der Infinigen sprichst, okay? Ich beglaube, das bekomme ich hin. Fantastisch. Na dann, willkommen an Bord. Das passiert nicht alle Tage, also darfst du stolz sein. Du wirst außerdem sofort evakuiert und bekommst Schutz, wenn es zur Apokalypse, Kriegen und anderen Notfallsituationen kommt. Denke daran, falls wirklich etwas passiert. Das ist gut zu wissen. Irgendwelche politischen oder rechtlichen Vorteile oder Immunitäten in Bezug auf Völkerrecht? Die bekommen nur vollwertige Mitglieder. Und sie sind abhängig von Vereinbarungen mit verschiedenen Regierungen. Warum? Ach, nur so. Ich habe mich nur gefragt. Ja, da ist ja noch was im Argen. Wir wissen ja nicht, was passiert ist, ne? Warum er geflüchtet ist. Schätze,
Das werde ich jetzt feiern. Viel Spaß dabei. Okay, wir haben die Infinigen Vertex, das Infinigen Vertex Ausdruck, Outfit. So. Die Quest haben wir abgeschlossen. Oh. Wir haben gar nichts mehr. Guck mal, das ist wirklich... Orkchef, die Netze verstärken, das machen wir gleich. Ich muss 5 Spinnenseiden zu den Fischern. 5, wir haben 4, ne? Und dann müssen wir wieder kochen. Die müssen wir besiegen, den müssen wir besiegen, das Hafenturnier müssen wir besiegen und die Kulinarium-Liga. Oh Gott, viel zu tun. Er hat einen Uniformfetisch. Ja, das stimmt. Ich kann es leider nicht anders sagen. So. Hallo, Cess. Kommst du mich besuchen? Ja, ich muss was kaufen. So. Es sieht aus wie eine Schildkröte. Aber... Und ein Baum. Gomera Futterautomat ist ein Baum. Die Gomera bewegen sich sehr langsam, was bedeutet, dass sie nicht viel essen müssen, da sie den Großteil ihrer Energie speichern. Brauchen die ein Gehege? Hallo, hallo Mickey. Brauchen die ein Gehege? Echt jetzt? Okay, wir haben ja einen Opfersatz gekriegt, aber wir nehmen ja immer 2 von ein. Alter, nein. Nee, also den Opfersatz. Schau mal, was der kostet, ja genau. 10.000? Der kostet 2,5. Der kostet 1,2. 1,8. 3. Und der kostet 10.000? Ich glaube, wir brauchen nur eine. Danke, tschüss. Alter Verwalter, wir haben 4 Spinnen. Wir brauchen noch Spinnen. Oh, ich wollte da hingehen. Oh, ich wollte das fertig machen mit den Fischern. Dann müssen wir noch einen Tag warten. Aber muss der jetzt da, muss diese Schildkröte... Wir müssen jetzt erstmal kicken. Oh Gott. Wo soll ich denn das noch hinsetzen? Warte mal. Das machen wir mal ganz kurz. Hier rein. C. Da. Qualitätsplanke. Wer hätte es gedacht? Natürlich. Ja, muss das Ding jetzt in so ein Gehege oder nicht? Oder zäunst du dein Gemüse ein nur zur Sicherheit? Die Frage ist jetzt, ist das jetzt... Wenn ihr euch jetzt fragt, was ich hier mache, ich werde die Bäume versetzen müssen. Nun ja, was soll ich jetzt sagen? Es ist wirklich... Was ist los?
Die Weißen lassen wir mal noch stehen. Ich krieg mittelschwere Lebenskrise, ne? Oh, mental ist voll. Oh Gott, ernsthaft? Muss man das Tier denn? Ist das groß? Ist das klein? Ich habe nicht genau eine Ahnung. Davon jede Menge. Und davon jede Menge. Der Panzer sah groß aus. Schande. Ja, dann ist es vielleicht besser, wenn wir wirklich nur eine davon halten, ne? Houston, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem und das ist Platz. So. Kriegen wir hier noch einen Pup rein? Nee, kriegen wir nicht. Oh Gott. Es ist ja fantastisch. Ich weiß gar nicht hin, wohin vor lauter Glückseligkeit hier. Also Baum stehen lassen im neuen Gehege, falls das Tier mal einen Zahnstocher braucht. Ja, das neue Tier ist ja vegetarisch. Das ist ja das Problem an der Sache. Das neue Tier kriegt ja so ein Bäumchen, aber... Oh je, oh je, oh je, oh je. Warum wollte ich nochmal bei den Hexen rein? Ich hab das vergessen. Wollt ihr drosseln, oder? Passt noch, okay. Bisschen was können wir noch. Also wir gehen nicht mehr in den Wald, das sage ich euch. Noch mehr Tiere will ich nicht. Aber da brauchen wir ja kein Futter, ne? Also das ist ja nur der Baum. Wir brauchen ja kein Futter dafür, für den. Der braucht ja nur den Baum. Und den Beschwörer natürlich, ist ja klar. Oh Gott. Also ich finde, dass das die Gehege von den Tieren sehr zu klein sind. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich finde, die haben viel, viel, viel zu wenig Platz. Die haben viel, viel... Oh, kannst du mal deine Beine... Oh, kannst du mal deine Beine reinnehmen? Ja, aber wenn ich von der Gomera Fleisch machen soll oder sowas, ne? Ganz ehrlich. Das Spinnenessen ist schon wieder alle? Was fressen die denn? Wenn ich da dieses Gomera-Fleisch machen soll, ne? Dann muss ich das Ding ja töten. Aber so ein Opfersatz kostet zu viel. Oder sehe ich das jetzt falsch? Warte mal, wir brauchen...
dem Baum und dem Beschwörer. Das sind 5 und das sind 4. Wir brauchen allein 9 von diesen... Sechs, sieben, acht, neun. Wie schön, dass man das Holz auf ein Minimum reduziert. Wir haben jetzt 5. Wir brauchen noch jede Menge. Ja, wir können das, ich kann das selber machen. Aber wir brauchen für den Beschwörer 5 Qualitätsplanken, 2 Spinnenseide. Und für den Baum brauchen wir 4 Qualitätsplanken. Also brauchen wir, uns fehlt mal wieder weißes Holz. Und braunes Holz brauchen wir auch noch für die Tür. Wir brauchen noch mehr Holz. Jede Menge mehr Holz. Ein Traum. Aber wenigstens brauchen wir uns nicht um Futter sorgen, denn wenn das da... Ich meinte den Opfersatz. Ja, können wir gleich mal gucken, ob wir den selber machen schön können. Hallo André, einen wunderschönen guten Abend. Also das zum Thema, er ist Koch, er ist hier alles Mögliche. Spinnenbeschwörer, Gomera-Beschwörer, Kuh und Pangun und Einhörner. Aber vom Kochen, ne? Keine Ahnung. Die Bäume sind noch gar nicht wieder alle gewachsen. Guck mal. Oh. Oh, 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 oh. Uniformliebhaber. Na, das ist schon Fetisch. Wir haben unseren Ruf verbessert. Wie haben wir denn unseren Ruf verbessert? Wie geht das denn? Wir haben doch gar kein neues Essen hingebracht. Wir haben gar kein neues Essen hingebracht. Wie geht das denn? Na, Spinninini. Oh Gott, ihr seid so riesig groß. Bei der Größe des Panzers im Wald müsste das eine Riesenschildkröte sein. Ich habe Angst. Sag nicht sowas. Ich habe Angst. Da, Grit, also Grit hat auf den Kaffee für dich aufgepasst, liebe Sonja. Grit war ganz, ganz lieb und hat auf den Kaffee aufgepasst für dich. Das Gute ist, dass wir wirklich Holz haben. Von dem braunen Holz. Das Ding kriegt auf jeden Fall einen braunen Käfig, da glaubt mal dran, ne? Ei, der Daus. So. Das können wir schon mal machen hier, ne? Nee. Das braucht ja nur Holzstämme, ne? Ja, okay. Eins. Zwei. Nein, auch doch nicht dahin. Die kriegen auf jeden Fall, wenn wir das unser Gehöft vergrößern, kriegen die auf jeden Fall größere Gehege. Also ich finde das schon arg dolle klein, ne?
bin da schon arg dolle klein. Weit rüber? Nee, ne? So, noch eine Tür, aber die müssen wir von innen setzen, sonst sieht man diese blöde Gummi. Ah, na, na, so. Okay, das ist fertig. Bäume schon gewachsen? Natürlich nicht. Hallo, ich brauche eure Seide. Natürlich nicht. Tja, eine Spinne wollten wir beschwören. Zwei haben wir beschworen und noch ein ganzes, was auch immer dazu. Ich weiß, ihr seid neugierig. Ich bin's auch. Glaubt's mir. Wir können ja schon mal den Baum hinstellen. Den Beschwörer können wir noch nicht, aber den Baum hinstellen können wir ja schon mal. Schauen wir mal, wie es aussieht. Itzy Bitsy Spider, ja. Oh Gott. Habe ich mit meinen Kindern auch gespielt. Bleib da drinne. What? So. Dann wollen wir doch mal gucken, was wie so ein Bäumchen ausschaut, ne? C. Was? Gomera Fruchtautomat. Der braucht Futter? Das ist der Futterautomat? Oh Gott. Möchte ich wissen, was so ein Tier frisst? Also, bevor ich jetzt da rangehe, ihr dürft gerne mal jetzt in den Chat schreiben, was glaubt ihr, was dieses Gomera-Teil ist? Bevor ich da jetzt rangehe, was glaubt ihr, muss ich in den Futterautomat machen? Früchte. Ihr wisst ja nur so, was es hier alles so gibt. Fisch und Seegras. Als vegetarisch. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was ihr sagt. Seegras, Krabben. Pilze, Apfel oder Erwin. Auch für Fisch. Ich bin gespannt. Äpfel und Tomaten. Okay, ich schau. Oh, oh. Bäh! Oh, ist das ein fieses. Keiner von euch. Keiner von euch. Einhornleckerei und Spinnenseide. Und die ganze, das kann ich jetzt noch gar nicht machen. Ich brauche Spinnenseide. Ich brauche die Spinnenseide für die Fischernetze. Da hast du die Verwendung für den Pup, ja. Der hat mir ja immer sowieso quer gesessen. Eiderdaus, ja. Dann wisst ihr Bescheid.